So, wir sind zurück bei Let's Play Risen und wieso? Was? Wieso laufen die miteinander hinterher? Was ist das denn jetzt? Egal. Fincher. So. Osttempel. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass ihnen mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo du den Eingang findest. Viel Erfolg. Astrein, komm doch einfach mit. Okay, wo sehe ich denn jetzt hier? Huch, wollte ich gar nicht anklicken. Kann ich die Fackel hier mitnehmen? Nee. Beim Dorn hinten reinschleichen kann ich mich auch nicht. Okay, das hört sich jetzt falsch an. Dann gehe ich doch einfach mal erstmal jetzt mein Bastardschwert hier. Ein scharfes Bastardschwert, so eine scharfe Klinge, scharfes Teil. Mal ausprobieren an den Echsen. Und, stimmt. Ich habe leider, ich wollte ja auch noch Schlösser knacken lernen, damit ich die Truhe vom Don, von Mendoza da hinten im Sackgesicht öffnen kann. So, Broga, wie geht's dir so? Ach, an der neue Jäger. Dann nimm mal deine Waffe und besorg mir mein Fleisch. Das hättest du wohl gerne. Ja. Du kannst dich noch so anstrengen. Für mich wirst du immer ein Lakai bleiben. Mach's gut. Ja, du wärst, wenn ich jetzt mal volles Fund aufs Maul hau. Hm. Ja. Hm. Nein, leider nicht. ich habe diese ganzen High-Res-Texture-Sachen und sowas deinstalliert. Dieses Spiel sieht immer noch super aus. Und zwar gibt es so ein Patch für dieses Spiel, damit das mehr Speicher nutzen kann, mehr Arbeitsspeicher. Und der funktioniert aber bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich das bei Steam habe oder so, aber wenn ich den installiere, kann ich das Spiel nicht mehr starten. Und ohne den kriege ich ja alle 20 Minuten irgendwie so einen Absturz, wegen nicht mehr genug Speicher. Und jetzt habe ich einfach nur einen einzigen, also natürlich den Gothic-Gesicht-Mod noch installiert und dazu noch, man sieht es hier, Autumn in Risen. Alles etwas herbstlicher gehalten, dann ist das ein bisschen brauner und erinnert mich ein bisschen mehr an Gothic 1. Und ich mag Gothic 1. Das ist mein Lieblingsspiel. Hier ist, glaube ich, hier sind Skelette, ne? Ja. Dann, ja, muss man ja nicht direkt an Echsenleuten ausprobieren. Ich weiß gar nicht, komme ich gegen Skelette? Oh, die haben viel Energie. Skelettkrieger sogar noch dabei. Und schauen wir mal, das erste Mal auch mit einem Zweihandschwert. Genau, sehr langsam damit. Oh, haut aber geil rein. Weniger Rüstung macht sich natürlich auch bemerkbar. Nehme ich einfach mal an. Ich weiß ja nicht, wie viel der Skelettkrieger mir sonst abgezogen hätte. So, dann hau mal zu. So. Gut, die haben 120 Erfahrung gebracht. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ansonsten gefällt mir das schon ganz gut. Dann, plündern wir doch mal den Friedhof. So enden wir alle mal. So enden wir alle mal. In einem nicht zugeschaufelten Grab. Oder in einem wieder aufgeschaufelten Grab. Da haben sich aber sehr viel Mühe gegeben, hier schön die Kanten gerade gegraben, die Grabräuber. Ruhe in Frieden. Gerade die geraden Kanten gegraben, die Grabräuber. Ist ja schon fast ein Zungenbrecher. So, hier, da kann man doch graben, oder nicht? Das sieht mir doch nach so einer Fläche aus. Hier ist was vergraben. Fühlen, graben und dann die Kiste trotzdem einfach so aus der Erde ziehen, bitte. Grabanimationen sind ja immer schon ein Highlight. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal die Gothic 1 Demo gespielt habe, die erste Demo in der alten Mine. Und ich hatte so eine Spitzhacke und stellte mich dann an so einen Erzhaufen. Und man musste die Animation nur einmal aktivieren und dann lief die halt. Und ich dachte, ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Und ich dachte, je länger man hackt, desto mehr Erz kriegt man. Und Erz ist ja die Währung in Gothic 1. Und dann bin ich einfach auf Toilette gegangen, bin weggegangen, habe eine halbe Stunde laufen lassen und hatte danach doch nicht mehr Erz. Und dann habe ich den Rest der Demo gespielt. Und die war so großartig verbuggt. Wenn man Escape gedrückt hat, flog man manchmal einfach nach oben oder nach unten, konnte überall durchspringen, Texturen fehlten. Und es gab ein grobes Schwert oder sowas auf einer dieser Ebenen auf so einem Holzdach. Das haben die irgendwie rausgenommen im letztendlichen Spiel. Ich weiß nicht warum. Weiß auch nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Pilz. Gothic 1. Großartiges Spiel. Steinplatte.
Ist das altes Wissen? Gold. Das ist schon mal meins. So. Und am 14. August kommt, glaube ich, Risen 3 raus. Bis dahin schaffe ich es nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mal mehr, dieses Spiel zu Ende zu spielen. Auch wenn ich jetzt jeden Tag eine Folge... Oh, wobei, namenloser Halunke, das ist ja lustig. Jeden Tag eine Folge könnte klappen. Könnte ich eigentlich mal versuchen, denn ich habe ab heute frei. Erstmal. Je nachdem, also wenn das Spiel jetzt nicht mehr abstürzt, das sehe ich ja jetzt. Ich mache ja mal zwei Folgen am Stück, weil mehr geht nicht. Wenn das jetzt nicht abstürzt, dann versuche ich mal jeden Tag eine Folge zu machen, dann ist das quasi der Risen 3... auf Risen 3 Zulauf-Marathon. Oder so. So, was ist... Wo geht's hier hin? Oh, das ist eine Stachelratte. Komm her! Spüre mein neues Schwert! Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und dadurch, dass ich jetzt so stark bin, bin ich auch wieder ein bisschen abenteuerlustig. Hier, Geier. Ich hasse Geier. Komm her. Schlimmste Gegner. Geier sind die Blutfliegen von Risen. Aua. Arschkrampe. Komm her. Arschkrampe. Alles Arschkrampe. Ich hätte eigentlich nochmal bei Louis vorbeischauen sollen. Hör doch mal auf. Oh, was war das denn? Oh, wenn ich... Oh. Oh. Rechtsklick. Kurz nur antippen. Ist schnell schlagen oder was ist das? Das muss ich gleich mal austesten. Uah, an ihm hier. Wie wär's denn damit? Ah ja, okay. Da kommt der nächste schon. Wie praktisch. Bitte einmal eine Reihe rechts bilden. Jeder nur ein Kreuz. Geht's noch? Also in den Flow muss ich noch reinkommen. Von zwei Handwaffen. Aber ansonsten eigentlich gar nicht mal so schlecht, das auch mal zu machen, weil die stärksten Waffen sind nun mal dann Zweihandwaffen. Und wenn man damit gut umgehen kann, dann kann man damit schon einiges reizen. Auf jeden Fall Top-Jagdgründe hier. Ja. Oh, oh. So, Geier. Ja, wenn du schon Terz machst, dann komm auch her. Hier hinten an der Klippe kannst du nicht ausweichen. Ha, da habe ich deinen Angriff unterbrochen. Den nicht. Da bist du ausgewichen. So, weg. Da kommt ein Wolf. Ist ja ein schwarzer Wolf, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein gemütlicher Jagdausflug. Des, weiß ich nicht, Gegenstückes zum namenlosen Held. Der den namenlosen Held gefangen hat und ihm sein Gesicht abgezogen hat. Und es sich selber aufgesetzt hat. So, Wolf, guten Tag. Ah, du bist noch ein normaler Wolf. Aber ein bisschen enttäuschend schon, dass ich, oh, das finden deine Wolf-Freunde nicht gut. Ein bisschen enttäuschend, dass ich die nicht mit einem Schlag töten kann. Also so viel besser. Warte mal, wie ist denn der Schadensunterschied? 30, 50. Das müsste doch eigentlich noch mehr reinhauen. Oder habe ich nicht genug Stärke? Ich bin ja gerade erst ein Minimum für die Stärke hier. Für das Schwert. Passt. Was ist das? Ach, das ist der Geier. Ist ja lustig. Die Füße runterhängen, ist ja super. Der gemütliche, tote Geier an der Klippe. Der Risen-Insel. Die auch einen Namen hat, glaube ich. So. Oh, was ist das da? Eine Ruine. Ach, gilt ja sowieso noch das. Das Quest mit den untoten Feldherren. Habe ich das schon? Nee. Was bist du denn? Was ist das denn? Was ist denn jetzt los? Da ist eine Fleischwanze drunter. Die trägt sich den Wolfskadaver weg. Also sowas habe ich in all den Jahren noch nie gesehen. Glaube ich. Wahrscheinlich schon. Das war, das war großartig. Das gefiel mir gut. Ich gehe weiter. Da sind Motten. Ah ne, Motten sind die Blutfliegen von Risen, genau. Die sind nämlich auch scheiße. Genau wie Geier. Oh. Aua. Was schön ist, dass der... Oh, oh, oh.
So. Das Schöne ist, dass die Reichweite auch ein bisschen höher ist von dem Zweihandschwert, auch wenn das dann ein bisschen langsamer ist. Und da vorne... Jetzt kommt der Test. Jetzt kommt der Härtetest. Die Panzergrillen. Oh, ist das Ogerblatt? Ogerwurzel. Bei den Panzergrillen habe ich immer sehr viel abgewehrt, glaube ich. Oder haben die sehr viel abgewehrt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber diese waren auf jeden Fall schwerer als Wölfe und Nager. Und vor allem, wenn es zwei sind, merke ich gerade. Okay, ich ziehe den nicht so viel ab. Oh. Ja. Ja, zwei nebeneinander. Mist. Genau im falschen Moment aufgehört abzuwehren. Ja. Ja, komm. Ich hätte mal gerne eine neue Rüstung. Ja. Aua. Oh. Ah. Ist jetzt relativ gleich auf. Der Kampf gegen die Panzergrille. Zum Glück nur gegen eine. Die andere hält sich ja da im Hintergrund. Wo sie hingehört. Ja. Ja, hast du gedacht. Da habe ich deinen Angriff unterbrochen. Unterbrechen kann ich immer ganz gut. Das liegt aber auch daran. Dass mir die geistige Kapazität fehlt, um mir meine eigenen Aussagen zu merken, bis die andere Person zu Ende geredet hat. Deswegen bin ich sehr gut im Unterbrechen. In Unterhaltungen. So, zwei Panzergrillen, kein Problem. Nicht mal die Hälfte der Energie verloren. Und als Belohnung gehe ich jetzt hier in die Goldader. Und ich trinke einen Schluck Wasser. Nette Ausbeute. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Oh, den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oh, ein Ring der Geschicklichkeit. Der bringt sicher ein hübsches Sümmchen ein. Bei Duck oder Klaus oder wie die ganzen Händler hier heißen. So, was haben wir hier? Eine Heilwurzel. Auch immer gerne gesehen, gerne genommen. Und hier noch ein Druidenschierling. Ich weiß überhaupt nicht, wofür die ganzen Pflanzen sind. Oh. Oder überhaupt irgendwas über Alchemie sollte ich vielleicht mal lernen. Ach, das sah aus wie eine Höhle. Das ist ja gar keine Höhle. Ach, da hinten sind Skelette. Da ist auch ein Skelett. Das habe ich gar nicht gesehen. Ein Tarnskelett. Lass mal speichern. Und dann... Da habe ich eine ganz kurz zuvor geklickt vor dem Skelett. Jetzt habe ich mich selber unterbrochen. Weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Skelett. Irgendwas mit Skeletten oder so. Sehr herbstlich hier. Ach so, und das Wasserfass, das gefällt dir nicht, oder was? Dann versuch das doch nochmal von hier. Muss ja nicht an einer bestimmten Stelle stehen hier. Das Fass ist ja rund. So, ein Schluck geht noch. Ja, komm. Nehmen wir noch einen Schluck. Ein Schluck geht noch. Im Herbst hat man für alles immer ein bisschen mehr Zeit. So. Skelett 2. Komm herbei. Du hast eine Axt, du hast kein Schwert. Das heißt, wir sind nicht genau gleich, aber das ist auch eine Zweihand-Axt. So, du gehst jetzt gleich über die Klippe. Zack. Plöpp. Aua. Mit dem Kopf nochmal angestoßen. Krieg ich jetzt, wenn das da unten verwest, kriege ich dann irgendwie die Items oder so? Oh, nee, das mache ich nicht. Tatsache. Das ist ja geil. Weil das da aus der Welt rausgefallen ist. Aber ich muss aufpassen. Ich habe ja letztens, wollte ich schon mal so rechts irgendwie über eine Klippe gucken und habe dann versucht, mich langsam anzunähern. Hab dann aus Versehen Doppeltap gemacht und bin runtergesprungen. Das war eine gute Folge. Let's Play Risen. Sternstunde der Spielkunst. Nicht Spielekunst, sondern Spielkunst. Ich spiele ja und ich mache kein Spiel. So, das Gold hole ich mir noch und dann gucke ich mal die restlichen Skelette an. Da sind bestimmt noch mehr. Wo zwei Skelette sind, da sind auch drei Skelette. Wo eins ist, da ist noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Genau wie Menschen. Nette Ausbeute. Oh, kann man schon wieder. Namenloser Pirat. Ach, das ist doch eh wieder so eine Truhe, die... Was vergraben. Oh, den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Der letzte Scheiß. Hier ist das vergraben. Na? Wie ranzig die Armbrust aussieht. Aber das Herbst-Texture-Pack gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ja. Das ist doch sehr gemütlich. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn das Grün sehr schön ist bei Risen.
bin mal gespannt, ob es für Risen 2 auch so viele Mods gibt. Da gibt es ja auch den Mod-Manager, genau wie für Risen 1. Inklusive der Internet-Datenbank mit den ganzen Mods. Denn, so wie ich Risen 2 damals durchgespielt habe, damals, da gar nicht so lange her, ich habe das gar nicht so gut in Erinnerung. Eine Münze nicht damit. So, ach nee, Minze. Naja, auch gut. Ach, da ist er. Oh, was bist du denn für einer? Bist wieder so ein Krieger, ne? Mit so einem langen... Ist das ein Stab? Oh, jetzt kommen zwei. Egal, hab ich schon mal geschafft. Es wird Krieger, ja. Ja. Oh. Aua. Ja. Hat er mir gerade die Hälfte der Energie abgezogen? Ja. Ja. Oh, Scheiße. Huba Karuba, so. War knapp. So. Gut. Wir sind stark, wir sind gut. Ich trinke jetzt noch hier Wasser. Und verabschiede mich für diese Folge. Let's play Risen mit das Bacon. Bisher läuft alles gut. Bisher ist alles ganz schick. Und ich bin gespannt, ob es so weitergeht in der nächsten Folge Let's Play Risen. Mal schauen, ob die morgen kommt. Oder erst zwei Tage später. Oder vielleicht sogar drei. Es bleibt spannend. Wasser trinken. Spannend. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Wahnsinnig spannend. Let's play Risen. Einer geht noch.